So, meine lieben Liebenden, ja, wir haben drei tolle Runden, die ich euch vorstellen möchte. Gestern eine, heute zwei richtig geniale Runden gehabt. Die möchte ich euch alle zeigen. Wir fangen an mit der Gearing. Es folgt immer noch die auf jeden Fall. Und dann folgt auch noch die Schlieffen. Die Yugomo. So, wir fahren aber jetzt erstmal eine Runde Gearing. Kleiner süßer Zerstörer der Amerikaner. Wirklich nettes Teil. Ich mag sie immer wieder und immer und immer wieder. Sie ist wirklich ein geniales Teil. Und auch wenn rechts schon zwei Zerstörer stehen, denke ich mir, da können wir doch noch was machen. Und wie wir sehen, wir haben die Funkortung dabei. Das heißt, wir sehen auch, wo das dichteste Schiff ist. Funkortung. Ja, so. Schauen wir mal. Kein Flugzeugträger dabei, sehr nett. Kein U-Boot dabei, auch sehr nett. Außergewöhnliche Runde. Nicht Yugumo. Ich vergesse es schon wieder. Also ich komme nicht drauf. Yoshino natürlich. Yoshino. Ach ja, achso, ich habe gar keine Kamera an, obwohl ich extra für euch was angezogen habe, obwohl es hier immer noch viel zu warm ist. Aber egal, da gibt es dieses Video halt ohne Kamera noch. Das, die nächsten gibt es dann mit. So, ich fahre erstmal hier rein, schaue mich erstmal um. Irgendwie stimmt die Ruderanzeige unten nicht so ganz, oder? Gucke ich jetzt irgendwie schief. Die ist irgendwie nicht so voll da. Da kommt Kurfürst und meine Torps sind in 34 Sekunden ready, deswegen drehe ich erstmal um. Noch scheint er definitiv der dichteste von allen zu sein. Beziehungsweise hinter der Insel steht noch irgendjemand, deswegen kleiner Turn. Da ist noch jemand. Und da ist jetzt auch noch jemand. Und da machen wir uns gleich einen schönen Spaß draus. Ja, wir machen uns einen Spaß daraus. Einen Fehler habe ich jetzt grundlegend theoretisch gemacht. Ich habe halt mit den Kanonen drauf gezielt. Das heißt, theoretisch, wenn er eine sogenannte Dings hat, hier eine Beschussanzeige, eine Aim-Anzeige, dann hätte er es gesehen, dass ich da irgendwo bin. Jetzt helfen wir aber hier nochmal kurz, weil ich, ne, also es kann ja nicht sein, dass hier irgendwie so eine ZF6 werft, ne? Das war schon mal nix, dank des hohen Geschossbogens. Jetzt ist sie erstmal nicht mehr offen, weil natürlich wieder alle auch sofort genebelt haben. Ich gehe das Risiko mal ein und fahre hier rein zum Cap holen. Torps sind ja gerade durch, dementsprechend sollte es relativ gut aussehen. Und der Kurfürst ist offensichtlich auch gerade vorbeigefahren an den Torps. Aber die Bungo hat gesagt, ey cool, den nehme ich noch mit. Sehr cool. So. Da kommt jetzt direkt auch dazu. Das ist ja ein Geschenk Gottes, ne? Wenn man den mal trifft. Nochmal angezündet. Den Rest muss ihr erledigen. Ich muss hier mal weg. Komme ich auch nicht mehr ran. Brauchen wir keine Illusionen drum zu machen. Aber es kommen andere Leute ran und dementsprechend. Hat sich das Thema ZF6 auch schon erledigt. Interessanterweise hat die Puerto Rico nicht auch nur nicht mal im Entferntesten daran gedacht, mich anzugreifen. So, Torps sind wieder ready. Jetzt könnte man volles Risiko gehen und hier reinfahren, das sollte man aber vielleicht lassen bei 10,4 Kilometern. Kann man aber nochmal auf den Kurs schieben, oder?
versuchen, ihn wenigstens anzuzünden. Aber sowas klappt halt auch nicht immer. Ja, Torpedos ist dann. Wie so oft. Einmal auf klein. Well. Ja. So. Hallo, großer Kurfürst. Oh, mal sicher gehen, dass du keine Lust mehr hast, hier zu spielen. Setzen wir mal lieber zwei Ladungen Torps raus, ne? Sonst schockt das ja nicht. Beim ersten Mal hast du ja noch gedreht. Jetzt hast du theoretisch mit einem Beschussalarm hat er natürlich definitiv überhaupt keine Chance. So, und hier hinten nervt jemand ganz gewaltig rum. Der ist wie auch immer hier hinten durchgekommen. Und das finde ich penetrant nervig. Das werden wir gleich mal ändern, dass derjenige hier dauernd in der Gegend rumäumelt. Na, hat reingedreht natürlich, der Kurfürst. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier stehen geblieben bin, aber ich habe mir so gedacht, ich muss mal rausfinden, woher die Torps kommen. Da kommen nämlich schon wieder welche und wir sehen, der Gegner ist wo? Wo ist der Gegner? Ja, wo ist der Gegner? Wo ist der kleine Gegner? Da ist der Gegner. Und der nervt hier ganz schön rum. Der Gegner. Und das wollen wir halt mal unterbinden, dass er hier so rumnervt. Das ist schön, dass er sich hier so reingestellt hat, wo auch immer er jetzt ist. Aber wir haben dank Funkortung haben wir klar, wo er ist. Hearing didn't want to. Hä? Wo bin ich denn auf dem Weg hin? Wie dumm muss man denn bitte sein? So, Torps sind ready. Einen reinsetzen, einen daneben setzen und fertig. Einen, falls er rausfährt, einen, falls er reinfährt. Er ist weitergefahren, das ist sehr gut. Falls er jetzt rückwärts fährt, hat er ein echtes Problem. Gearing don't want, ja. Gearing don't want. Na, so wie Gearing halt don't want, was ich hier jetzt rumeier, weiß ich nicht. Und das war's. Gearing don't want, ja. Was? Na, Gearing don't want. Das ist immer ganz wichtig, dass Gearing don't want. Gearing hat vorher auf den Kurfürsten gesetzt, aber das ist ja auch völlig unnormal, verstehe ich schon. Da ist die Neptun irgendwo. Torpedos, astern. Da ist sie schon. Nee, das war die Golden Leo, ne? Jetzt auf die Schnelle gar nicht so gut gesehen. Brauchen wir nicht. Nee, Puerto Rico ist es. Neptun noch da? Ja, Neptun ist noch da. Gearing don't want. Das ist ganz wichtig, dass man immer erstmal alle anderen immer dafür verantwortlich macht. Das war leider eine komplett verschwendete Salve, weil die Michelangelo schafft das auch so. Battaglia fantastica! Na?
Wichtig ist immer, wie gesagt, immer meckern. Das ist ganz wichtig. Das ist so typisch deutsch eben halt, ne? Das ist so ganz, ganz wichtig. Da braucht man immer drauf zu schießen. Die ist eh fast tot, habe ich mir gedacht. So, da kommt der Wuying. Aber ich brauche noch 1 Minute 13 für die Torps. Das ist mein leidiges Problem. Manchmal würde da so ein Nachladebooster extrem gut helfen. Ich kann da eben, ich schalte mal die Kamera jetzt an, dann seht ihr mich auch. So, und schon wieder. Und wieder im Spiel. Die Wuying kriegt gerade so auf die Ömme, wie sie es noch nie in ihrem Leben erlebt hat. Und zwar von allen Seiten. Das ist der dichteste Gegner. Ja, der dichteste Gegner. Mann, der ist ja wohl nicht ganz dicht, oder? Doch, der ist verdammt dicht, nämlich 8,7 Kilometer. So, damit werden sich gleich alle aufregen, dass ich mich erdreiste, das war im Endeffekt blöd, weil ich im Endeffekt hätte ich einen breit machen müssen. Das ist immer, wenn ihr merkt, dass hier so ein, also mache ich immer so, wenn ich merke, dass derjenige beschleunigt oder langsamer wird oder beides, dann nehme ich normalerweise immer einen breit, einen schmal. Das Gute ist, dass Puerto Rico überhaupt kein Interesse an mir hat. Ist überhaupt nicht begreift. Dass ich hier vorne stehe. Und wieder einen kompletten Satz Torpedos verheizt. Sinnlos. Ja, der Schussbogen, das ist echt was man üben muss. Das ist wirklich übelst. Aber man gewöhnt sich immer dran. Und ab und an treffe ich auch mal was. Ne? So ist es nicht. Zack und tot. So. Jetzt könnt ihr gleich alle über mich schimpfen, ne? Wieder. Ja. Habe ich auch extra gesagt. Gut gemacht, Leute. Fantastica! Das ist schon schön. Also das ist schon, ich muss mal eben die Kamera ein bisschen rausdrehen, damit wir hier genau das nicht haben. So. Stimmt, da ist einer gestorben. Aber das ist fast nicht mehr machbar. Ne? 267 zu 840 grundlegend ist es eben halt nur noch machbar, wenn wir sie alle töten. Und dafür müsste man wissen, wo sie sind. Wir können auf die Karte gucken. Einer soll... Ne? Wir sehen auf der Karte gerade gar nichts. Wieso werden die hier nicht angezeigt? Achso, weil der eine gerade A gecapped hat. Ich fahre mal wieder Vollgas. Golleo schickt auch ihre Flieger raus. Die steht da drin. Die hat allerdings auch nicht mehr so viel, dass man sich so wirklich wahnsinnig Sorgen um sie machen sollte. Da hat sie auch schon den ersten auf den Ömmel gekriegt. Ich könnte jetzt ein halbes Schwein auf Toast essen. Zack, das war die Golleo. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Zerstörer. Der hat auch schon gerade gut eingekriegt und kriegt gleich den zweiten. Und damit haben wir gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, 31.000. Ja, das war jetzt nicht so toll, ne? Kann man jetzt natürlich sagen. Und ich habe halt auch nur einen gekillt. Zwei Torpedotreffer. Das war der eine auf die Bungo und der andere, ne? Ich stehe aber trotzdem im Mittelfeld. Das wollen wir mal kurz festhalten. Im Gegensatz zu 533 hier unten, ne? Das wollen wir auch mal kurz festhalten. Ausführlicher Bericht. Auf die Summer 17.000, auf die Amagi, war das meine Amagi,
10.000, auf die ZF6 1900, auf die Kurve 82, Puerto Rico 512. Das hat sich wirklich gar nicht gelohnt. So, Schaden durch Aufklärung 22.000, potenzieller Schaden 294.000. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ist nicht so das, wo man jetzt sagen muss, ey, die 300k-Runde. Aber ich habe mein Ding gemacht und dementsprechend will ich mich mal gar nicht beschweren. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und schaltet später wieder ein, wenn die Yoshino kommt und auch die Yoshino, was hatte ich jetzt zum Schluss? Die Schliefen. Bis dann, ciao, ciao.